Wenn es um das Thema Heimat Berlin geht, dann muss man auch das Gegenbild dazu nehmen, den Begriff der Heimatlosigkeit. Gerade jetzt in diesen ziemlich harten Winterzeiten sieht man viele Menschen, die obdachlos sind. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da müssen wir hier bei BMX in die Sendung Heimat Berlin auch jemanden vom Straßenfeger einladen, vom Straßenfeger Radio. Jan Markowski ist dort Co-Moderator. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir dürfen beim Du bleiben, glaube ich, als Kollegen, ne? Dass du, Jan, da bist. Herzlich willkommen. Ja. Wobei Jan, wie es sich für einen guten Journalisten gehört, mich gleich korrigiert bei dem Vorgespräch und gesagt hat, ich bin nicht heimatlos, ich bin auch nicht heimatlos gewesen in meinem Leben, ich bin nur einmal ein Mensch ohne festen Wohnsitz gewesen. Heimat habe ich immer gehabt. Habe ich dir jetzt korrekt zitiert? Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also ich fühle mich heimatlos, okay. Grundsätzlich, okay. Auch jetzt, wo ich eine Wohnung habe. Ja. Ohne festen Wohnsitz, man sagt ja immer so obdachlos oder so etwas, aber das habe ich für mich nie gesagt, weil das Geld war eher für mich Nebensache. Also wenn ich hier von Straßenfeger schreibe, mache ich das auch nicht für Geld. Mhm. Ja, so. Und ich wollte auch nicht, deswegen auch habe ich immer OFW gesagt, weil dieses, ach ja, hast du mal einen Euro oder so etwas. Das OFW ohne festen Wohnsitz, genau, wollen wir übersetzen. Genau. Als Co-Moderator des Straßenfeger Radios hast du ja mit ganz vielen Menschen zu tun, die irgendwie in ziemlich, ja, auch extremen Situationen halt leben, eben OFW ohne festen Wohnsitz. Wie gehen die mit dem Begriff Heimat um? Hat man dann Heimat im Herzen oder sagt man, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem ganzen Scheiß, Hauptsache ich habe was Warmes zu essen und ein Dach über dem Kopf? Also, was zu essen und ein Dach über dem Kopf ist schon mal wichtig. Und für mich war das eher so, wo ich also da draußen gepennt hatte, dass das, also ich wollte nicht Geld verdienen, sondern das war also so eine schöne Sache, dass ich also schlafen konnte, zu essen haben konnte. Ich habe da nicht gehungert. Ich habe also nicht immer, in der Regel ausreichend geschlafen. Es also, gab auch schon mal Nächte, wo es nicht geklappt hatte. Das passiert, wenn man draußen ist. Aber es gab auch Momente, wo es richtig schön war. Man stelle sich vor, man wacht auf in der Wiese und das riecht schön. Also wenn man April draußen schläft, also dann ist wirklich das frische Gras, also das riecht wunderbar. Jetzt haben wir erstmal 3 Monate Winter und ich denke mir, wenn ich teilweise so Obdachlose oder Menschen ohne festen Wohnsitz sehe, boah, wie machen die das? Also ich friere ja schon, wenn ich kurz raus muss und ins Auto reinspringe, wo es dann Sitzheizung gibt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe meistens in Nachtcafés geschlafen. Nachtcafés ist eine Notübernachtung für eine Nacht. Ja, so. Und man, ich war flexibel, das sind nicht alle, viele sind an so einen Kiez gebunden, die bleiben dann also irgendwo in so einem kleinen Kiez. Mir war das egal, ob ich nun in der Köln schlafe, in Wilmersdorf, in Charlottenburg, Mitte, ich war also in der Stadt bis unterwegs. Das heißt, du hattest jetzt keinen festen Kiez, sondern hast Berlin als dein Territorium auserkoren sozusagen. Ja, und in meinem Ausweis stand auch Berlin drin. Und als man mich dann irgendwann gefragt hatte, na, sag mal, wo kommst du näher? Ich gesagt, ich habe eine sehr große Wohnung, 900 Quadratkilometer, Berlin.